Traumberuf wäre gewesen, Astronaut oder Fußballspieler, sagt wahrscheinlich jeder. Erster Job, ich habe auf einer Messe als Buchstabe gearbeitet, mal. Das war mein erster Job für, ich glaube für Adobe oder für Linotype. Da war ich ein T. Da ist es nett, es ist schön, man trifft sich, man unterhält sich, man lernt was Neues manchmal und dann hat sich das gelohnt, denke ich. Passt immer. Ist so universell, Play, also Spiel, es passt einfach immer und es ist für mich eigentlich in dem Sinne auch kein Motto, sondern ist für mich ein Platzhalter. Also innerhalb dieses Mottos kann ich eigentlich machen, was ich will und das finde ich eigentlich großartig. Und ich bin eigentlich ein Feind von Motto-Partys, ich mag das nicht, ich ziehe mich da auch nie, auch ungern um. Aber dieses Thema ist so frei und passt eigentlich auf die meisten Leute, die hier auftreten. Deswegen ist das als Thema okay, es ist gut. Also ein Trend, den ich eigentlich seit Jahren immer wieder bestätigt finde, nicht nur hier auf der Typo, sondern immer wieder, ist halt, dass die Leute aufhören, sich an einem Stil festzuhalten. Dass die dass viele Designer flexibler werden, was ihren Style angeht. Und es geht eigentlich weg von dem Stilkult. Also ich präge eine bestimmte Art von Design und das mache ich jetzt bis zum Ende meines Lebens. Und es geht auch weg vom Personenkult. Und beides ist, glaube ich, tut dem Design, der Designqualität ganz gut. Ist vielleicht so ein Fallschirm. Oder noch besser ein Ballon, ein Fesselballon. Also die würde ich gerne mal gestalten, so diese Fesselballons oder Fallschirme gestalten, so für Noteinsätze und solche Dinge. Das würde mich reizen. Das ist auch irgendwie ein Produkt, oder? Das ist, glaube ich, die Frage, die ich am häufigsten in meinem Leben bisher gehört habe und die ich nie beantworten kann. Also Badewanne finde ich total inspirierend, zum Beispiel. Ich benutze am liebsten Handschriften, gar nicht unbedingt die eigene, sondern bei uns ist es eigentlich im Atelier so, wir arbeiten ja mit einem Team, was ständig wächst und schrumpft. Wenn wir halt Designs machen, kommt es immer wieder vor, dass die Leute, die halt gerade da sind, irgendwas schreiben müssen oder auch was zeichnen müssen. Auch wenn sie gar nicht zeichnen können, müssen sie trotzdem was zeichnen, für ein bestimmtes Plakat oder ein Projekt verwenden können. Und so ist es auch eigentlich mit Schriften. Ich benutze eigentlich ganz gerne Handschriften. Aber ansonsten, denke ich, haben wir auch alles in Gebrauch, was geht an Typografie in unserem Design. Kreativ gesehen, beste Standort, den ich mir im Augenblick in Europa vorstellen kann. Naja, weil hier einfach die Luft brennt, was Kreativität angeht, in Berlin. Und das ist, finde ich, im Augenblick die interessanteste Stadt in Europa. Einfach in allen Bereichen, jetzt nicht unbedingt nur im Design, sondern auch in der Musik und in allen kreativen Bereichen ist das der Fall. Und das macht einfach, das kriegt man einfach mit. Und deswegen kommen auch so viele Leute gerade hierher. Weil es einfach in der Luft liegt. Sowas wie Play? Ohne Titel. Ohne Titel.